Hallo und herzlich willkommen zu Fortress Craft Evolved. Und ich glaube, ich habe was rausgekriegt. Das Spiel ist manchmal ein bisschen komisch. Pass auf. Wir können den nicht machen. Ja? Wir machen jetzt mal den. Crafting. Da fällt dir echt nichts mehr zu ein. Ja? Crafting. Herstellen. Und ab jetzt steht da wohl drin. Und das Gleiche. Wenn wir jetzt hier gucken. Unknown Material. Und ich wüsste auch nicht, wie ich es jetzt hier rauskriegen kann. Aber ich baue jetzt mal einen davon. Crafting. WTF, Leute. WTF. Das macht mich fertig, ehrlich. Crafting. Man sollte jedes Teil wirklich einfach mal auf doof bauen, damit man hier nicht so einer Scheiße begegnet. Weißt du das? Wie lange ich jetzt damit schon wieder rumhampel? Keine Ahnung, was da jetzt noch so ist, aber den wollte ich jetzt machen, ne? So. Und hier ist das Gleiche. Herstellen. Stell ihn her. Wir haben ihn. Irgendwo ist er. Irgendwo. Warum sind hier schon wieder diese Pflanzen drin? Überall. Überall sind diese Pflanzen drin. Das ist er. Siehst du? Und der macht dann so. Und dem brauchen wir im Endeffekt nur irgendwie Energie zuführen. Und das ist auch so eine Sache. Energie zuführen, ja. Wir müssen mal im Keller gehen und gucken, wo wir uns so befinden. Und dann bauen wir erstmal einen Schacht. Ich weiß. Okay, hier der. Das ist ja der MK1. Davon haben wir jetzt natürlich keinen mehr. Aber MK1. Können wir sogar so ein. Crafting. So ein paar können wir davon bauen. Sofort Zinnplatten wiederherstellen lassen. Ich habe immer Angst, jetzt irgendwo runter zu gehen und genau in dem Moment kommen sie dann und überfallen uns, weißt du? Crafting. Davon werden wir auf jeden Fall welche brauchen. Ja, jetzt vielleicht wäre auch ganz cool, sowas zu haben hier, so ein MK2. Boah, da brauchst du 4 von denen von. Und die sind ja auch schon nicht so billig. Geladene Spulen. Wir brauchen mehr geladene Spulen. Mehr geladene Spulen. Haben wir hier noch Sachen drin? Ach, warte mal. Ich stelle mich mal auf das Ding. Boah, da ist immer noch keine Energie drin. Warum? Na gut, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ausgemacht habe. Und ich weiß auch nicht, wie viel. Ah, guck mal, der zieht sich 1500, zieht der sich rein. Gucken wir ins Inventar. Aber wir haben ja auf jeden Fall noch einiges an Erzen. Ich habe das jetzt so gemacht. Ich habe die eine Kiste habe ich hier ganz weggenommen. Nur schnelle Bänder dazwischen. Und da direkt 2 Kisten hingestellt. Wir haben nicht so viele Kisten. Eine dritte Kiste wäre schon nicht übel. Eine Kiste haben wir jetzt noch für unterwegs. Ist auch nicht so prall, ne? Wir stellen uns mal drauf.
Das war's. Energie ist alle. Weiß nicht, wie viel er uns jetzt rausgezogen hat. Naja, auf jeden Fall noch lange nicht alles. Aber irgendwas ist ja immer. Zumindest geht's halbwegs. Ich habe übrigens hier in dem habe ich mir hier so eine Linse reingemacht. Vielleicht sollte ich die in den auch reinmachen jetzt. Das bringt nicht viel, aber ein bisschen. Also von 18 auf 21. Naja. Sei es drum. In den anderen bringt das bestimmt mehr. Aber interessanter wäre jetzt erstmal zu sehen, wo war denn der hier? Also der schafft auch eine maximale Distanz von 64 Blöcken. Wir sind hier, bei uns sind wir aktuell bei 0 Meter. Wenn wir jetzt runtergehen, sind wir bei minus 3 Meter. Und wir gehen jetzt mal runter, da auch wo das Lithium ist, um einfach mal zu gucken, wie tief ist das. Oh, wir sind jetzt schon, guck mal, wie tief wir jetzt schon sind. Wir sind jetzt schon bei 65 Meter. Das heißt, hier müsste schon unser erster Schacht entstehen. Ist so, Leute, ist so. Und da ist unsere Station. Wir gehen mal hier zu dem Eisen. Das ist gar nicht so schlecht, ne? So liegen wir schon so in der Flucht, würde ich sagen. Ich baue mal hier so ein bisschen rein. Ich weiß nicht genau, wo wir da rauskommen. Wenn ich jetzt... Junge. Nicht schlecht. Das ist schon ein cooler Effekt, ja? Okay. Das geht, ne? Kann man machen. Das würde bedeuten, das wäre unser Schacht. Man könnte den jetzt auch von Hand graben. Keine Frage. Wäre jetzt auch nicht so schlimm. Oh. Müsste jetzt irgendwann soweit sein. 65.
Wenn wir jetzt natürlich so einen Überträger an unsere Station machen, der schafft 64, dann ist der vielleicht auf einer Höhe, weiß ich nicht, von 3 oder so. Je nachdem. Ich kann da ja auch da oben ein bisschen tiefer, könnte ich ja auch automatisch Energie reinschießen lassen. Hier durch solche. Müssen wir irgendwie anders machen. Ob ich hier. Houston, we have a problem. Wow. Warum war denn da eine Ecke drin? Ah, wahrscheinlich beim Graben entstanden, ne? Es ist vielleicht doch sinnvoller, das automatisch machen zu lassen. Wir können das ja mal ausprobieren mit der Maschine. Wir stellen die da mal hin und mal gucken, was die so, was die überhaupt so macht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß zum einen gar nicht, wie viel Energie die verbraucht. Wo war die jetzt hier, ne? Und dann weiß ich gar nicht, ob die auch irgendwie Sachen sammelt. Wenn ich da jetzt so eine Kiste daneben stelle, sammelt die dann auch ein? Das wird wahrscheinlich nicht allzu lange halten, ja? Nö. Da wird mir schneller die Energie ausgehen, als mir lieb ist. Ah, der ballert sich aber gut hoch, ne? Arthur, hast du noch Energie? Aber der sammelt nichts, ne? Nee, nee, der Container ist leer. Oh oh, we have a problem. Lass uns raus. Let me out here. Dafür müsste man sich vielleicht mal irgendwie so ein Notfalldinger oder so machen, ne? Ich glaube, am besten wäre, wenn man dann hier halt so Generatoren hinstellt, vielleicht mit Batterien und so. Und dann kann man hier schon die erste Energie runterleiten. Wenn ich jetzt hier so mich hier runtergrab, dann werde ich ja fallen. Also wenn ich die Taste auf F halt, aber ich habe überlebt. Das ist alles, was zählt, Leute. Ich habe überlebt. Ah, gib alles. Sieht so aus, als wenn wir schon wieder leer sind. Ich weiß nicht, ob okay.
Arta, lass aufladen jetzt. Was ist denn hier passiert? Warum sind hier Löcher drin? Das ist schon... Nein. Hab ich die irgendwann gemacht, oder? Ich werde mich nie an diese Steuerung gewöhnen. Hier, gib mir das. Oh, jetzt sind wir schon voll. Arthur, bist du auch voll? So geht das. Zumindest ungefähr so. Macht das jetzt fertig, da oben. Da ist nicht mehr viel. Ist fertig? Ich glaube, er ist fertig. So, und jetzt? Wo ist denn... Da unten, da. Siehst du das? Das ist... Das ist das Lithium. Und dann könnte man natürlich, weiß nicht, den machen wir nur einen breiter hier. Boah, mach das mal wieder so, dass man was sieht. Das war uns direkt vorbereiten für das Lithium. Wir müssen auf jeden Fall Bänder kräften lassen. Wo war das hier, ne? Aber wenn wir hier runtergehen, ist das, glaube ich, schon ganz in Ordnung. Energie haben wir noch genug. Problem ist jetzt, wenn wir ganz viel Pech haben, dann stoßen wir in eine Höhle und fallen runter. Okay, was ist das? Kupfer. Das ist nicht gut. Okay. Wenn wir ein Stückchen weiter vorgehen, dann dann könnte das aber klappen, ne? Ach so, Holo. Ich denke, warum ist das alles so komisch? Man hätte vielleicht vorher pingen sollen. Nicht schlimm, das Kupfer können wir vielleicht durchaus noch gebrauchen, was da ist. So, mal pingen. Ah, vielleicht noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen vorgehen.
Was ist das denn da vorne noch für Zeug, das Blaue? Oder war das am Ende Kohle? Ich glaube, ich muss hier mal eine Lampe hinsetzen. Und jetzt, wenn ich hier durchgehe, mal Holobase an. Wie ein zu tief, ne? Oder? Oh ne, passt genau. Passt genau. Das war jetzt die Mitte. Alter, komm bitte. Hier. Na toll. Mal eben den Miner abgebaut hier. Wie viel macht da noch drin sein? In der Mine. Wahrscheinlich gar nicht mehr so viel drin, ne? Das sah schon ein bisschen blass aus. Energie haben wir nicht mehr so viel. 50.000. Ist jetzt nicht die Welt, ne? Okay, und dann hier noch ein. Aber am Ende müssen wir eh hier in den Keller. Von daher ist das nicht so wild. Das waren jetzt 124. Und bei dem anderen waren wir... Ah, das wird schon knapp, aber das könnte noch genau hinkommen. Von der Höhe her, damit die... damit die Energie übertragen können, weißt du? Was? Lampe. Nein. Naja, können wir später machen. Ausbauen. Muss ich ja nicht unbedingt jetzt machen. Was jetzt interessanter wäre, wäre vielleicht erstmal die Energie hier hinzukriegen. Keine Ahnung, wo hier in der Nähe Kohle ist. Ich sollte mir vielleicht mal so spezifische Pings machen. Dann kann man so speziell nach Kohle pingen, weißt du? Das wäre nicht so übel. Wenn man sich jetzt... Aber wir brauchen davon echt noch viele, ey. Ich kann ja erstmal einen hinstellen. So. Und jetzt meinetwegen hier mit so einer Kiste und keine Kohle, weil wir keine Kohle mehr haben. Kohle. So. Der lädt den jetzt auf. Das ist ein MK0. Wollen wir natürlich nicht. Wir wollen MK1. Schön, dass das auch ein MK0 ist. MK1.
Ja, und dann geht der da runter. Ja, guck mal. Da kommt der hier schon an. Ich weiß nicht genau, wo er ankommt, ob er hier noch ankommt. Nee. Doch. Guck mal, der kriegt Energie. Ah, der kommt tatsächlich hier unten noch an. Und damit könntest du ja jetzt schon quasi mal das abbauen, das abbauen, das abbauen. Ich weiß gar nicht, wie ergiebig die Mine hier noch ist. Aber wenn wir jetzt hier die Mine hinstellen, dann geben wir dem halt noch so ein Ding hier. Dann bräuchten wir theoretisch gar nicht. Wir könnten das auch hier drunter ziehen. Für den. Wäre natürlich doof, weil dann hier ein Loch wäre. Aber irgendwas ist immer, ne? Hätten wir zumindest im Moment erstmal ein so ein Ding gespart. Ja, genau. Ja, ist nicht schlimm. Hier kannst du... Nein. Ich werde immer den falschen Knopf drücken. Ehrlich, ich werde immer den verfickten falschen Knopf drücken. Ich habe keinen Ranzel-Energietransmitter. Ich habe im Moment nur geile Energietransmitter. Fällt mir gerade mal auf. So, und den da drauf. Und dann geht der direkt in die rein. Und da stellen wir halt auf jeder Seite so ein Ding hin. Und schon füllt er uns die auf, ohne dass wir da ständig Energie hinbringen müssen. Aber eigentlich will ich das ja gar nicht. Eigentlich soll der das Zeug direkt nach oben befördern. Aber wir haben keine Bänder. Im Moment. Wenn du jetzt hier was falsch machst, ne? Dann fließt du so hoch aus dem Loch raus, wie jetzt zum Beispiel. Nein! Das geht so nicht. Das geht so nicht. Weiß nicht, 5? Wollen wir 5? So, dann müsste das ein bisschen... Wir können zumindest nicht mehr so derbe hoch hier rausfliegen, wie uns das jetzt gerade passiert ist, weißt du? Wir brauchen... Warum ist denn hier keine Treppe eigentlich? Wir brauchen so eine automatische Anlage. Hier, so eine. Die uns Conveyor Belts macht. Aber am besten hier unten, ne? Und ich habe keine Ahnung, wo ich die hinstellen sollte. Ich muss hier noch mehr Platz machen. Und das gibt ja jetzt diesen Platzverursacher. Ich muss den nur ausprobieren. Aus was genau macht man diese Conveyor Belts? Außen... Wahrscheinlich aus dem Ranzelbelt, ne? Conveyor Belts. Also einmal aus hier. Da brauchst du ja nur einen Kupferbarren für. Dann kannst du das ja schon kräften. Dafür brauchen wir natürlich auch noch so eine...
Hier, so ein Kräfter herstellen. So. Und eine Zinnplatte und Kupferdraht. Ich glaube, das kann man vielleicht erstmal von Hand bestücken. Da kommt schon wieder irgendwelche Viecher an, ja? Erstmal so eine Anlage, die man von Hand bestückt. Ich hätte die nur ein bisschen, ich hätte die gerne hier gehabt, irgendwie so ein bisschen weiter weg. Ich weiß jetzt nicht, wie breit die mir wird. Ich habe das Gefühl, das ist alles nicht professionell genug, was ich hier baue. Ja? Das ist alles nicht professionell genug. Wir werden dafür auf jeden Fall... Oh, ich habe zwei. Ach ja, weil ich ja eben welche weggenommen habe. Also wenn ich jetzt hier... Oder soll ich so anfangen? Da kommt Kupfer rein. Der... Aber nicht mit den Dingern. Mit den Dingern. Der schiebt das Kupfer raus. In so ein Gerät. Muss ich auch eine große Kiste nehmen? Kann ja nur hinzufügen. Eigentlich ist das nicht wichtig, was ich hier einstelle. Hoffe ich zumindest. Dahin kann er nicht. So, und dann würde ich es wieder rausschieben. Jetzt kann ich hier auch die anderen Bänder reinlegen, wenn ich die über habe. Ja? So, dann kräftet der hier die Bänder. Haben wir hier schon mal Bänder. Ja? Jetzt kommt... Die nächste Reihe. Na, warte mal, gar nicht so sehr. Wir wo ist diese Kackmaschine? Hier. Die würde ich jetzt wahrscheinlich. Stell sie dahin. Nein, ich will sie da nicht stehen haben. Die soll da stehen. Gibt er die denn jetzt auch nach hierhin raus oder wohin gibt er die raus? Ich denke mal, der braucht auch eine Kiste, um die rauszugeben. Jetzt habe ich natürlich keine mehr. Müssen mehr Kisten bauen. Mehr Kisten. Für mehr Kisten brauchen wir auf jeden Fall die Dinger. Crafting. 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 Keine Ahnung. Die hören sich immer so nah an. Da denkst du immer, die wären um eine Ecke. Oh, Alter. Ich krieg Splack, ey. So. Nur hinzufügen. Okay, hier könnte ich eigentlich auch so einen einfachen Logistik-Scheiß hinmachen. Weil wie viele braucht er denn davon? Ein Förderband, eine Zinnplatte, ein Kupferdraht. Reicht also. Theoretisch. Ja, der jetzt so und so macht.
Der macht es ja automatisch. Und nur entfernen. Nur entfernen. Kupferdraht. Kupferdraht. Zinkplatten. Zinkplatten. Viola. Kann man irgendwann vielleicht noch mal schöner machen? Ja? Aber das funktioniert jetzt erstmal. Und wir kriegen automatisch Bänder. Muss sie jetzt halt im Moment ein bisschen von Hand auffüllen. Okay. Boah, mir fehlen hier so Roboterarme, ja. Die fehlen mir hier total. So wie bei Factorio, weißt du, so Greifärmchen, mit denen ich hier aus der Kiste ein Teil rausnehmen könnte oder so. Ich habe keine Ahnung, ob es hier sowas gab. Aber ich werde schön Fließbänder herstellen. Kloppertakt. Glück gehabt, Junge. Ich werde schön Fließbänder herstellen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt an mein Däumchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.